Ist diese Butter noch genießbar in einer Dose aus den 50er Jahren? Was habt ihr denn hier mitgebracht? Das ist das erste Mal, dass wir eine Büchse haben. Ja, wir haben den Schuppen von meinem Vater aufgeräumt, nachdem der letztes Jahr gestorben ist. Dafür gibt es Sammler. Vor allem ist es in dem Falle sogar etwas Historisches. Wir haben die Nachkriegszeit, wir haben militärische Konflikte. Also all das ist eine unfassbare Historie und das ist ein Zeitzeuge davon. Und ich denke, so viele gibt es nicht davon. Jetzt müsste man eigentlich aufmachen und gucken, ob die Butter noch gut ist. Ich denke ja, auch wenn wir uns diese Dose anschauen, sie ist von außen rostig und sie ist sogar aus den 50er Jahren. Aber das Ganze ist luftdicht verschlossen, also konserviert. Ich vermute mal, Fett hält sich relativ lange. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, genießbar ist sie schon, schmeckt aber ein bisschen ranzig. Ich habe jetzt schon Pelz auf der Zunge, aber wisst ihr was? Ich glaube, ich hole mir gleich einen Dosenöffner.